Upsi. Travis? Travis. Hello there. Ich kann auch nicht verlieren, Clem. Ja, gratis Getränke, gratis Sehtests, gratis Glücksspiel, gratis Ertüchtigung. Alles hier gratis in unserer neuen Vault 88. Die Einrichtung ist noch ein bisschen spärlich, würde ich mal sagen. Aber wir haben es geschafft, dass wir die alte Aufseherin vertreiben. Natürlich, das geht nicht. Das geht. Aber ein Kissen aufs Bett? Ja, nee, ist klar. Warum sollte das auch funktionieren? Dann lassen wir es einfach hier. Ist runtergefallen. Ja, ich glaube, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir nach und nach unseren Vault 88 hier noch ein bisschen ausbauen. Was wir vor allem brauchen, wie wir ja letztens gemerkt haben, ist Keramik. Die Frage stellt sich mir jetzt nur... Was machen wir als nächstes? Zuerst, bevor wir weitermachen, kleine Info. Wir haben ja jetzt seit gestern, glaube ich, 2 Folgen Fallout täglich. Es tut mir leid, ich schaff's nicht, 2 unterschiedliche Projekte zurzeit gleichzeitig zu machen. Also das ist zeitlich leider völlig unmöglich vom Aufwand her. Deswegen habe ich mich entschieden, das Story-Let's Play als Single-Let's Play jetzt mal fortzuführen. Es wird sicher wieder Zeiten geben, wo 2 Projekte parallel laufen, aber im Moment schaffe ich es einfach nicht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. 2 Folgen am Tag versuche ich, soweit es geht, trotzdem zu bringen. Deswegen jetzt heute auch ein kleiner Vorproduktionstag. Es ist Feiertag, ich möchte das ausnutzen und wir schauen mal. Begib dich zum CIT, Nuka World, Verteidigungsanlagen am Außenposten Zemoya. Sprich mit Preston Garvey, nein, sicher nicht. Sonstiges. Sieh dir die Fallakten an. Zahle Morawski 1000 Kronen. Sieh dir die Fallakten an. Haben wir das auf der Karte? Lasst mal gucken. Bilde ich mir das nur ein oder ist der Pip-Boy schärfer? Ne, ich glaube, das bilde ich mir ein. Ist das in der Homeplate? Sind das die Fallakten, die wir eingelagert haben? Mal gucken. Jedenfalls, wir reisen mal. Huch, das ging ja flott. Nein, das ist eindeutig hier nach draußen. Schauen wir mal. Das müsste ja diese, wie heißt er doch, den wir schon die ganze Zeit im Inventar haben, den Kumpel. Hi. Guten Tag. Ich habe was gefunden, als ich mir Pauls Sachen angesehen habe. Schau dir das mal an. Was hast du denn gefunden? Was hast du gefunden? Das alte Foto hier. Guck's dir mal. Also, was ich so gehört habe von... Des Morawski-Überfalls. Okay. Offenbar gab es... Okay, danke. Wer sind die Typen auf dem Foto? Das ist Paul, 20 Jahre jünger, zusammen mit Henry Cook und Malcolm Latimer. Ich wusste, dass sie gemeinsam aufgewachsen sind, aber ich wusste nicht, dass sie sowas abgezogen haben. Na siehste. Wo wurde das gemacht? Wo wurde das gemacht? Oh mein Gott, du weißt es wirklich nicht. Du bist nicht von hier, oder? Das ist Murawskis altes Kennlagerhaus in Quincy, als er noch der größte Gangster in der Gegend war. Vor 20 Jahren. Jemand hat sein Lagerhaus eingerissen und alles mitgenommen. Murawski hat ein fettes Kopfgeld ausgesetzt, aber die Täter wurden nie erwischt. Ich hatte keine Ahnung, dass Paul bei dem Raub dabei war. Meine Güte, Paul, ich kann's nicht glauben. Ich wette, Murawski würde dieses Foto liebend gern sehen. Ja, und Malcolm Latimer würde das am liebsten verhindern. Das ist mein goldenes Ticket. Ich muss jetzt irgendwie meinen Sohn durchbringen. Ich hatte gedacht, du schaust, wer dir das beste Angebot macht und wir teilen uns dann die Zahlung. Hast du irgendwelche Vorlieben, wie ich die Sache angehen soll? Nein, ich will einfach nur möglichst viel Geld. Okay. Wir sind im Geschäft. Ich wusste vom ersten Moment an, dass du richtig für diese Sache bist. Ich kann Leute gut einschätzen. Wenn du das sagst, das ergab sich jetzt zufällig, dadurch, dass wir es wieder mal geschafft haben, hier in die Stadt zu gehen und nicht nur auf die Homeplate. Nick,
Ich möchte ein paar Akten einsehen. Das sollte ja kein Problem sein. Hm? Hi, meine Liebe. Ellie? Nick ist nicht der Typ, der Leute stehen lässt, aber er ist allein. Darum bleibt hin und wieder was unerledigt. Okay. Akte Marty Bullfinch. Der Marty Bullfinch-Fall. Marty war Nicks Partner. Betonung auf war. Er muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, uns nach so langer Zeit um Hilfe zu bitten. Okay. Dann gucken wir mal. Inventar, diverses. Ah, Marty Bullfinchs Holoband, okay. Niki, du alter Nietzsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Finde den goldenen Grashüpfer. Okay. Die nächste Nebenquest. Ich bin prädestiniert für sowas. Haben wir auch einen Questmarker? Wie jetzt? Nein? Ach, ich sollte ihn vielleicht markieren. Hier haben wir einen Questmarker. Oh, in der Nähe der USS Constitution, ja genau. Die Morgue, genau. Und dann haben wir hier noch eine Akte, die nehmen wir auch gleich mit. Nein, Earl Sterling. Fall Earl Sterlings Verschwinden. Auftraggeber Vadim Bobrov. Noch ein Verschwinden zu klären. Earl Sterling, 25 Jahre alt, Barkeeper im Doubt in Vadim. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen, es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt, so erzählt man es sich in der Stadt. Wie immer. Vadim kam in mein Büro, angetrunken und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt, daher muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Doubt einen Schlüssel hat. Ich würde der Sicherheit lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss an Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe und auf frischer Tat ertappt werde. Der Earl Sterling-Fall. Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach verschwunden. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Das mache ich auch hin und wieder. Aufstehen und verschwinden. Ja, natürlich. Verzeihung. Aber ich habe heute einen Frosch im Hals, dass es nur so eine Freude ist. Dann gucken wir mal. Wir könnten auch gleich... Genau. Denn diese Geschichte sollte ja hier sein. Optional besorge den Schlüssel. Suche in Earls Haus. Das müsste doch vorne in der Bar sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das ein Pip-Boy? Nee, sieht nur so aus. Ja, ja. Ach, was tue ich denn? Das war hier, oder? Ja. Wenn du mich weiter so anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Sitter bist. Ja, ja. Halt mal die Luft an, Dicker. Verpiss dich, Mädchen! Was war das? Ich meine... Hey! Was ist dein Problem? Mal wieder.
Warum geht dir Travis auf die Nerven? Warum mischst du dich in was ein, das dich nichts angeht? Und jetzt verschwinde! Schlechte Idee! Auf nimmer Wiedersehen! Wow! Travis! Oh. Upsi. Travis? Travis. Ich mach nicht. Okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Ich weiß nicht, ob es so gelaufen ist, wie es geplant war, aber nun gut. Wir wollen mit Vadim. Hey, Vadim. Was zum Teufel stimmt mit dir nicht? Du solltest Travis im Kampf helfen, nicht Leute in meiner Bar umbringen. Wie kommst du auf die Idee, dass das okay ist? Es wird nicht wieder vorkommen. Das kann's auch gar nicht, denn das waren die einzigen beiden Typen, die ich kannte und die bereit waren, das zu machen. Du hast mich hier echt richtig in die Scheiße. Upsi, ich würde sagen, wir laden nochmal. Das ist gar nicht so gegangen wie geplant. Lass mal gucken. Versuchen wir es nochmal. Verpiss dich, Mädchen. Verschwinde. Ich mach nicht. Okay. Ich mach normalerweise nicht. In die Hosen oder was? Hey. Was ist dein Problem? Deshalb. Scheint, als hättet ihr eine kleine Meinungsverschiedenheit. Seht mal, ein Klugscheißer. Nur... Wenn du wirklich klug wärst, würdest du dich jetzt verpissen. Und jetzt verschwinde. Hey. Was ist dein Problem? Ach, komm schon. Ich möchte, dass ihr Travis in Ruhe lasst. Ach ja? Und ich will eine Million Kronkorken. Scheint, als würden wir heute beide enttäuscht. Und jetzt verschwinde. Hey. Was ist dein Problem? Gehen wir mal alles durch. Ihr seid das Problem. Du steckst deine Nase da in Sachen, die dich nichts angehen. Halt dich da raus. Und jetzt verschwinde. Warte mal. Das war doch eine der sonstigen Aufgaben, oder? Nein. Hier wollte ich hin. Nein, doch nicht. Selbstvertrauen ist alles. Triff dich nach 18 Uhr mit Travis im Dugout Inn. Hey, hi. Mal wieder. Hi. Hey, Kumpel. Oh, du bist. Jetzt geht's. Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Denn es ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Okay. Du kannst die Sache klären, wenn du es nur versuchst. Ah, das scheint mir keine gute Idee zu sein. Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Keine Sorge, ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen... Wir stehen direkt hinter dir. Oh. Nichtsdestotrotz sollte ich jetzt meine Waffe ablegen. Okay. Das reicht. Entschuldigung, hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen.
Ist das so, Travis? Klingt interessant. Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Das ist eine dermaßen schlechte Idee. Au, au, oh mein Gott, ich blute. Au, au, au. Du siehst müde aus. Travis, hilf mir. Danke, Travis. Travis. Das ist eine dermaßen schlechte Idee. Okay. Warum mache ich das nur? Ich check's nicht. Warte mal, gehen wir kurz weg. Hallo. Verschwinde! Okay. Du sprichst mit keinem mehr. Hey, Travis. Hi. Mal ja, wieder. Ja, grüß dich. Hi. Ja, Travis. Hi. Hey, Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Er ist anstrengend. Wir haben's geschafft. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Ich kann's nicht glauben. Du hattest recht. Ich muss mich um jede Menge Sachen kümmern. Ich bin dir echt unendlich dankbar. Sehr schön. Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe gesprochen. Oh Gott. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Es geht nicht wieder ums Kämpfen, oder? Nein, nein. Dieser Teil ist ganz einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Okay. Oh, das würde seinem Selbstvertrauen sicher gut tun. Zumindest, solange es nicht ganz fürchterlich in die Hose geht. Vertrauen. Es wird funktionieren, glaub mir. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft. Und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Worüber? Mädchen, wo bist du denn gerade hin? Oh Mann, selbst der Himmel ist nicht mehr sicher. Hast ist du dieses Luftschiff-Ding gesehen? Rausgegangen? Warte mal. Bevor ich hier wirr durch die Gegend laufe, tun wir die beiden mal weg. Selbstvertrauen ist alles. Wer sind die? Sie ist rausgegangen. Okay. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und schon helfen wir jetzt Travis, anstatt hier irgendwelche Fallakten zu bearbeiten. Ich bin aber auch ein Schlingel. Mädel, warte mal bitte. Zap, 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 zap. Wo ist sie denn hin? Geht sie beten? Also du die Wand anmalen oder was auch immer. Ja, hier ist sie. Pass besser auf. Hi Mädchen. Scarlett? Ich mach grad Pause. Ja. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich habe von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Findest du es schön, wenn er dich erwähnt hätte? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Ja. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch, also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich geh gleich zu ihm rüber. Danke. Perfekt. Hallo, iBot.
Gut, dann müssen wir mit Yefim reden. Du willst handeln? Nein. Wir haben immer. Schön, freut mich für dich. Du kannst deinen ganzen Schrott im Diamond City Surplus loswerden. Ja, wir ja. verkaufen alles. Stimpaks, Munition, Oberbekleidung, Geschirr. Sehr schön, lass ich mal schauen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Nur fahren! Ja, ist mir egal. Ja, die nehme ich auf jeden Fall. Und die 308er und die 44er. Okidok. Ja, und dann gucken wir hier mal durch. Ich habe, glaube ich, Legende von Volt 88 werde ich nicht verkaufen. Nee, aber 330 Kronkorken habe ich, glaube ich, gerade noch. Ja, dankeschön. Danke sehr. Dann gehen wir wieder in die Bar. Dugout in. Und wieder da. In der Zwischen... Ja. Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht. Und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Was? Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt, diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, natürlich, dass Vadim ihnen Geld schuldet. Dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ja, ich hole ihn zurück, Yefim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Sprich mit Travis. Schon klar. Vielleicht weiß er, wo sie ihn hingebracht haben. Okidok. Der Travis-Strang ist länger, als ich dachte. Ich dachte, das wäre eine kleine Kneipenschlägerei und damit hat sich's, aber... Hui! Das artet ja direkt in Arbeit aus. Guten Tag. Hey, ist nichts dabei, ab und zu ein paar Camps zu nehmen? Solomon hat da was im Angebot. Ja, ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich bleib bei Stimpax. Und hin und wieder ein Red Array oder ein Red X. Was gibt's? Oh. Störe ich? Ich brauche deine Hilfe. Vadim wurde von Bull entführt. Das ist nicht lustig. Du hältst das für einen Witz? Ist es aber nicht. Das ist mein Ernst. Moment, was? Echt jetzt? Oh, oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Ja. Pass auf. Vadim hatte schon früher mit den Typen zu tun. Weshalb sie ihn entführt haben, ist nicht wichtig. Ihn zurückzuholen, aber schon. Wir müssen ihn zurückholen. Ja. Ja, das müssen wir, Travis. Wo kommt denn auf einmal dieser Mut her? Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, ja, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Okay. Mir ist jede Hilfe willkommen. Ich wollte nämlich nicht mit dir darüber diskutieren. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorg mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Jo, machen wir. Dann besorg mal. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht auch wieder mal eine Waffe ausrüsten. Sorry, dass ich euer Date vermasselt habe. Mein Fehler. Die Beantown Brauerei war da oben wo, oder? Ja, genau. Nein. Wo reisen wir da hin? Polizeirevier Cambridge.
Ja, zur Overland Station. Das trifft sich gut. Hallo, Defco. Gut, 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 gut. Wir müssen in diese Richtung. Tschüss, Leute. War ein kurzer Besuch, ich weiß, aber... Was soll's? Was haben wir denn da unten? Was für ein komischer Marker. Oh, es gibt noch so viel anzugucken. Furchtbar. Oh, und ich sehe gerade, wir sollten hier einen Cut setzen, bevor wir in die Brauerei gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das müsste dann morgen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und dann bis morgen. Ciao.